Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video rede ich mit euch über das Thema Modesünden. Los geht's! So Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne mit euch über das Thema Modesünden reden oder Fashion No-Gos. Das sind natürlich Sachen aus meiner Perspektive, meine Meinung. Muss nicht jeder zu persönlich nehmen, aber für mich sind das alles Dinge, die ich relativ allgemein gehalten einfach heutzutage als No-Go sehe. Und wir reden gar nicht lange drum rum. Wir fangen an mit Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 ist für mich ganz klar eine zu enge Jeans. Ich finde nicht, dass eine Slim-Fit-Jeans nicht mehr geht, aber eine Skinny-Jeans, eine Jeans, die einfach viel zu eng ist, ist für mich auf jeden Fall ein ganz klares No-Go. Sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ist für mich persönlich nicht ästhetisch und ja. Es geht auch gar nicht prinzipiell darum, dass ich Slim-Fit-Jeans, wie gesagt, schlecht finde. Es gibt gewisse Looks, da funktioniert das besser als alles andere. Aber eine zu enge Jeans ist einfach wirklich für mich Modesünde Nummer 1 und sollte eigentlich vermieden werden. So Leute, kommen wir zum Punkt Nummer 2. Und Punkt Nummer 2 ist für mich auf jeden Fall ein überladenes Outfit. Was meine ich jetzt damit? Also, wir kennen das ja immer wieder, diese ganzen Hype-Kids, Hype-Beasts, die man überall auf Instagram und Co. sieht, die wirklich diese ganzen neuen Trends hinterherjagen, diese ganzen Hype-Sachen suchen und die sich dann von oben bis unten in diesen Klamotten schmücken. Das kann man machen in einer gewissen Zielrichtung, wenn das dezent gemacht ist, vollkommen fein. Aber wenn man 1000 Branding an dem Körper hat, also quasi aussieht wie eine wandelnde Litfaßsäule, finde ich es persönlich einfach unästhetisch und sollte auch, ist für mich auch einfach ein Fashion No-Go. Ich bin sowieso der Fan von einem Key Piece im Look. Ein Teil, was wirklich raussticht, was den Look so ein bisschen macht und alles andere im Look baut so ein bisschen darauf auf. Aber so dieses ganze, hey, guck mich an, ich habe die krassesten Schuhe, dazu das krasseste T-Shirt mit dem heftigsten Jacke und Boots und hast nicht gesehen, Sneaker, bla bla. Ich finde es persönlich einfach unnötig und für mich sind überladene Outfits auf jeden Fall ein dickes Fashion-No-Go. Wie gesagt, das kann jeder handhaben, wie er möchte, aber ich denke, das sollte vermieden werden. So, kommen wir zum Punkt Nummer 3 und als Punkt Nummer 3 habe ich auf jeden Fall auf der Liste Klamotten, die zu kaputt sind. Ich sage nichts gegen Rip Jeans, also generell eine Slimfit Jeans, die cool Rip an den Knien hat, etc. Gerade im Sommer vollkommen fein mit, aber wenn, ich sag mal, von oben bis unten der Look einfach nur kaputt ist, kaputtes Vintage T-Shirt, dazu eine kaputte Jacke und die Hose hat 5000 Löcher, etc., ist für mich einfach nicht cool, sollte meiner Meinung nach auch vermieden werden, ist ein dickes Fashion No-Go. Ich finde persönlich, klar, gegen ein Vintage-T-Shirt an sich mit einer, ich sag mal, dezenten Rip-Jeans ist nicht zu sagen. Aber wenn das Ganze einfach zu kaputt aussieht, finde ich es persönlich einfach nicht cool und ist für mich auch einfach eine Modesünde. Kommen wir zum Punkt Nummer 4. Und Punkt Nummer 4 ist das Thema Schmuck bei Männern. Ich finde persönlich einfach, wenn ein Mann zu viel Schmuck, als Beispiel zu viel Ringe trägt, einfach nicht cool. Ist natürlich Typsache, es gibt diese voll tätowierten Leute, die komplett auf diese Rocker-Style-Basis sich dressen und ihr Lebensstil leben, etc. Kann das cool aussehen, auch authentisch aussehen, finde ich persönlich nice. Aber wenn man einfach aussieht wie der krasseste Hype-Typ oder Anzug oder sonstiges und hat dann so 5 Ringe an, Hauptsache die sind von Gucci etc., bla bla bla, finde ich persönlich auch einfach No-Go. Wie gesagt, das kann jeder handhaben, wie er möchte, aber ich finde dieses ganze Überladene bei Männerschmuck einfach zu viel. Zu viele Ringe, zu viele Ketten, zu viele Armbänder etc. Dezent ist das Thema. Für mich natürlich sowieso Männerschmuck bzw. Männeraccessoire, hatte ich in meinem letzten Video auch schon mal gesagt. Essentiell sind es auf jeden Fall eine schöne Uhr und eine schöne Brille bzw. Sonnenbrille. Dazu kann man natürlich ein, zwei, ich sag mal Armbänder oder einen coolen Ring oder zwei, drei coole Ringe. Nichts dagegen zu sagen, aber wenn man wirklich an allen Fingern und dann teilweise sogar an Fingern zwei Ringe hat etc., finde ich persönlich einfach zu viel. Muss einfach nicht sein und sollte auch auf jeden Fall vermieden werden. So Leute, kommen wir zum nächsten Punkt. Nächster Punkt ist bei mir auf jeden Fall auf der Liste Mixed Branding. Was verstehe ich jetzt unter Mixed Branding? Das sollte man auch nicht so allgemein halten, aber ich finde dieses ganze Nike, Adidas, Puma, Sportmarken miteinander kombinieren teilweise einfach unnötig. Ich persönlich feiere es gar nicht. Erst recht nicht, wenn man Nike und Adidas zum Beispiel direkte Konkurrenten miteinander kombiniert. Wie gesagt, no front an jemanden, der das so handhabt, aber ich persönlich finde es einfach No-Go. Ein cooler Nike, ein cooler Adidas, ein cooler Puma-Look etc. Total fein.
Mixed Branding kann man auch gar nicht auf normale Kleidung. Also natürlich kann man Zara zusammen mit Uniqlo und H&M anziehen, gar kein Problem. Aber ich finde zum Beispiel bei Sportswear bzw. bei dieser Streetwear finde ich es einfach nicht cool und nicht ästhetisch. Und dementsprechend finde ich, sollte es vermieden werden. So Leute, kommen wir zum letzten Punkt. Beim letzten Punkt habe ich quasi zwei Punkte zusammengefasst. Einmal habe ich den Überbegriff Fit is King. Was verstehe ich unter Fit is King? Einfach, dass die Klamotten gut sitzen. Ist natürlich auch typenabhängig. Wenn man jetzt zum Beispiel leicht übergewichtig ist und man hat dann einfach diese zu engen Oberteile, zu engen Jeans an, finde ich es einfach unästhetisch. Genauso wie jetzt, wenn man einfach zu groß ist und man hat einfach zu kurze Sachen an oder man ist zu klein, man hat viel zu weite Sachen an. Das ist einfach schon ein bisschen typenabhängig und da sollte man sich auch nicht versuchen, irgendwas zu erzwingen, was einfach nicht zueinander passt. Und da sind wir schon beim zweiten Thema und das ist einfach Klamotten, die nicht zu einem passen. Wenn man jetzt auf Social Media einfach Sachen sieht, wo die Leute Sachen oder irgendwelche Vorbilder, ob es jetzt Stars sind oder YouTuber oder hat man nicht gesehen, einfach Sachen kombinieren, die mega cool aussehen, die aber zum Typen gar nicht passen, finde ich es einfach auch verkehrt. Und dementsprechend sollte man darauf achten, dass die Sachen gut sitzen und auch typgerecht sind. Ja, und das ist auf jeden Fall auch eine Modesünde für mich. Sachen, die nicht zu einem passen und Sachen, die einfach nicht gut sitzen. So, und das war's mit meinen Modesünden. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu denkt, ob ich vielleicht noch eine Modesünde vergessen habe. Ich mache mit Sicherheit weiter mit dem Thema Modesünden. Hab das auch sehr, sehr allgemein gehalten, extra in dem Video nicht auf irgendwelche bestimmten Artikel eingegangen, irgendwelche Hosen, Oberteile etc. sind uncool oder so. Das finde ich, sollte noch jeder für sich selber entscheiden, aber ich persönlich, diese ganzen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind einfach für mich aktuell dicke, dicke Modesünden und müssen einfach nicht sein, die kann man einfach vermeiden und man findet Inspiration überall, egal jetzt auf Social Media oder in Online-Shops oder etc. etc. Man muss einfach schauen, was passt zu einem und sich dann typgerecht kleiden. So Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo dazulassen und ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace out. Ciao.